Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal einen lustigen Glitch zeigen, wie ihr durch die Luft schweben könnt und auch laufen könnt. Ja, das ist wirklich ganz einfach und das geht auch ganz schnell und hat auch kaum Voraussetzungen. Ja, ist auf jeden Fall echt ein nicer Glitch. Ihr könnt auch aus dem Glitch raus auch schießen. Ihr könnt natürlich auch getötet werden, aber könnt auch andere Spieler und so weiter killen. Ja, was braucht ihr für den Glitch? Für den Glitch, begebt euch am besten in eine Einladungssitzung und ja, stellt dann in der Story das freie Zielen ein und wenn ihr das alles soweit vorbereitet habt, dann begebt euch einfach mal unten zum Flughafen und ja, begebt euch dann zu dem Punkt, wo ihr nach Cayo Perico fliegen könnt. So, der Punkt, der befindet sich hier unten direkt neben der Flugschule. Kann ich auch einmal noch zeigen. Einmal hier zu diesem Punkt begeben. Einmal dann in den blauen Kreis rein. Und einmal müsst ihr dann nach Cayo Perico fliegen. So, die Meldung, die einfach akzeptieren mit X. Wunderbar. So, ihr braucht dann auf jeden Fall noch einen Freund oder irgendeinen GTA-Spieler, der sich halt in einem anderen Zielmodus drin ist und deswegen ja, wäre es halt zum Vorteil, wenn ihr dann das freie Zielen einstellt. So, seid ihr auf Cayo Perico angekommen, kommt jetzt der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet. Wir bereiten das einmal schon so vor, dass wir mit Doppel-PSN drücken ihn dann beitreten können. Und zwar öffnen wir einmal das PSN-Menü, gehen dann einmal auf das Profil von dem Freund drauf, drücken einmal auf Beitreten, warten bis die Meldung kommt. So, die lehnen wir dann ab, gehen dann jetzt zum Auto hin, drücken Steuerkreuz nach rechts und sobald wir das Flugzeug sehen, Doppel-Playstation-Taste drücken und dem Freund beitreten. Doppel-Playstation-Taste, dem Freund beitreten, die Meldung einfach durchspammen, die jetzt kommt. Perfekt, jetzt warten wir nur, bis wir in der Lobby gelandet sind. So, seid ihr in der Lobby gespawnt, seht ihr schon, dass ihr nicht ganz auf dem Boden steht. Also auf jeden Fall perfekt und da wisst ihr auf jeden Fall schon mal, dass ihr den Glitch gehittet habt. Als nächstes müsst ihr euch hier vorne zu einem bestimmten Punkt am Flughafen hinbegeben. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. So, und zwar müsst ihr euch einmal an diesen Punkt hier am Flughafen begeben. Ich kann es euch auch einmal auf der Map zeigen. Das befindet sich genau hier. So, als nächstes laufen wir einfach hier hoch, gehen dann einmal nach rechts. Und ihr seht, wir springen nicht auf den Boden, sondern laufen einfach jetzt in der Luft hoch. Wenn wir jetzt kurz stehen bleiben, werdet ihr sehen, dass wir in die Luft hochgezogen werden. Das heißt, wenn ihr stehen bleibt, werdet ihr in die Luft hochgezogen. Das könnt ihr aber auch nur hier vorne in der Nähe vom Flughafen machen. Deswegen, wenn ihr eine gewisse Höhe haben wollt, dann macht das am besten hier vorne in der Nähe von der Rampe am Flughafen hier. Ja, und das war's eigentlich schon. Den Glitch, den könnt ihr auch in jeder Lobby machen. Das heißt, der Glitch, der ist auch lobbyübergreifend. Ja, aber fuckt da eben am besten keine Spiele ab. Ansonsten habt auf jeden Fall Spaß mit dem Glitch. Ihr könnt auch von hier oben auch Spieler töten, NPCs oder auch Autos. Das ist ganz egal. Ihr könnt natürlich auch getötet werden. Und das war's auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.